Das literarische Viertel eröffnet seine Pforten zum ersten Mal im Jahr 2023. Herzlich willkommen. Wir haben uns etwas Neues überlegt für euch. Und zwar werden wir ein bisschen die Werke besprechen, die wir zwischendurch nicht geschafft haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich in dieser Folge nicht das literarische Viertel aus uns Vieren, sondern Valandi Zanti ist dabei. Herzlich willkommen. Ich grüße euch alle. Ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gut reingekommen und fit und bereit für die Schandtaten, die wir jetzt vorhaben. Wohlsein, Herr Vollenberg. Cheers, Herr Zanti. Wir schreiben den ersten Donnerstag im Jahr, der 5. Januar, und kommen mit einem kleinen neuen Konzept zu euch. Und zwar werden wir immer ein Buch besprechen, was wir beiden, wir lesen ja sehr gerne und viel, wir haben ja in der letzten Ausgabe gehört, Valandi ist der Primus, er hat seine Leseliste geschafft. Ich kann lesen. Ja, er kann mittlerweile viele lesen. Viele glauben es nicht, aber es geht. Ja. Wir hoffen ja immer noch. Der Titel ist in der Vitrine. Ja. Der Titel des World Heavyweight Leser Champions. Absolut. Wir hoffen ja immer noch, dass deine damalige Deutschlehrerin, wenn ich mich entsinne, mal die Sendung sieht, dann weiß sie auch, dass du mittlerweile lesen kannst. Ja, ja, die wird so glücklich sein, hat sich doch gelohnt. Verzweifelt war sie. Ja, so ist es. Ja, genau. Wir lesen und wir haben eine neue Ausgabe, in der wir uns erzählen, was wir denn sonst so gelesen haben. Das machen wir tatsächlich auch privat gelegentlich. Gelegentlich. Und jetzt wollen wir es mal für euch machen. Und ich fange direkt einmal an zu lesen. Mit dem dicksten Wälzer, den er finden kann. Herr Vollenberg, was hast du da? Ich kann es schon erahnen. Herr Vollenberg, was lesen Sie? Ich lese Der Name der Rose von Umberto Eco. Ich kenne den Film nur. Also das ist, ich denke mal, den meisten geht es so, oder? Also der Film mit Sean Connery, Christian Slater, finde ich einen großartigen Film. Nicht ohne Grund ist er hier vorne drauf, Sean Connery, nicht ohne Grund. Ja. Ist ein sehr bekannter Film natürlich. Allerdings hat das Buch auch wirklich die Literaturlandschaft verändert. Und wenn man irgendwo nachschaut, die 100 wichtigsten Bücher aller Zeiten, ist Der Name der Rose eigentlich immer mit aufgeführt. Für mich war es immer ein bisschen lang. Ich habe mich abschrecken lassen. Aber so lang wie das hier, so dick, ist es eigentlich gar nicht. Ja, ich schlag mal auf. Es ist eine Großschrift für alte Leute. Ich hab perfekt das, für uns, oder? Überreuter Großdruck, ja, genau. Langsam kommen wir in das Alter. Habe ich aus der Bibliothek mir mitgenommen. Ist aber ganz spannend, weil ich muss ja gestehen, die Zuschauer wissen ja, ich höre auch sehr gerne Hörbücher. Und ich habe das Ganze. Weil du nicht lesen kannst, weil die Buchstaben so klein sind. Ja, genau, ja. Und weil ich sie mir natürlich mit für unterwegs nehmen kann und auch relativ viel in Berlin hin und her fahre. Und ich habe mir Der Name der Rose als Hörbuch angehört. Fand ich ein geeignetes Format, da es ja recht lang ist und manche Passagen sich auch so ein bisschen ziehen, da bleibt man dann einfach dabei. Allerdings gibt es einige Elemente in dem Buch, die sich überhaupt nicht als Hörbuch eignen. Kannst du es dir vorstellen? Was meinst du da? Nee, zwei Sachen. Einmal, es gibt viel Latein. Hast du Latein gemacht an der Schule? Nein. Ja, sei froh. Ich leider schon. Und es gibt immer wieder zwischen. Wie waren, also bei mir, ich durfte wählen in der 7. Klasse zwischen Französisch und Latein. Ja. Ich habe Französisch genommen. Und ja. Ich habe niemals Latein dann genommen. Clever. Dann weißt du natürlich auch nicht, was gemeint ist, wenn da zwischendurch einmal steht: Omnis mundi creatura quasi liber et pictura nobis et spectra. So wie du es vorliest, weißt du es auf jeden Fall. Naja, also mein Schullatein sagt mir, Omnis sind natürlich alle, Omnis Mundi müsste die ganze Welt sein, Kreatura sind dann die Kreaturen der ganzen Welt, wahrscheinlich ist ein Genitiv. Quasi lieber et pictura sind quasi frei und bildlich, ich habe keine Ahnung, also irgendwas in der Richtung.
also ich weiß jetzt nicht, ob Spekulation ist oder was auch immer. Das Gute ist natürlich, wenn man das liest, kann man mal eben googeln und kann dann auch nachschauen, weil es wird nicht erklärt. Protagonisten zitieren lateinische Verse, ohne dass es erklärt wird, teilweise. Und im Intro gibt es extrem viel Latein. Und das, also bei dem Hörbuch, ich bin wahnsinnig geworden. Nach der ersten Viertelstunde dachte ich mir, ich kann mir das nicht anhören, bis ich irgendwann mal gecheckt habe, okay, das ist alles auch noch nicht so relevant. Das ist jetzt die historische Einordnung und dann, okay. Dann kommen wir zum Kern. Der Name der Rose ist ganz einfach ein Kriminalfall. Und es geht um ein Kloster, in dem ein Mord geschieht. Hauptfigur ist William von Baskerville. William von Baskerville war ein Inquisitor, der Menschen gerichtet hat, Menschen auf den Scheiterhaufen gebracht hat, sich aber zur Ruhe gesetzt hat aus ethischen Gründen und jetzt in politischer Mission unterwegs ist. Da gibt's in Italien Aufruhr, es gibt Trouble mit dem Papst, die Kirche zerschmettert sich in verschiedene Strömungen und Baskerville kommt dort an mit seinem Novizen, das ist der Adson von Melk, der ist auch der Erzähler. Ja, also Baskerville selber ist nicht der Erzähler, sondern sein Novize schreibt das Ganze nieder, also ist aus seiner Erzählperspektive und berichtet voller Scham und Ehrfurcht, was damals dort passiert ist und sagt von Anfang an, das ist keine schöne Geschichte, ich leide darunter, ich muss mir das von der Seele schreiben. Das gibt dem Ganzen natürlich schon so eine große Dramatik. Sie kommen an dieses Kloster, das ist eine Benediktinerabtei im Jahre 1327 und in der finden sie sofort eine Leiche. Ein Mönch ist tot, man weiß nicht, ist es Selbstmord, ist es Mord, was ist da passiert? Und der Abt wendet sich an sie und sagt, Hilfe, ich muss das aufklären, gerade weil es so politisch brisante Zeiten aktuell sind. Und Baskerville am Anfang, er wird so eingeführt, ne? Also in den meisten Krimis hat man ja so eine Eröffnungsszene, in der der Ermittler zeigt, wie clever er ist. Und sie treffen eine andere Reisegruppe und also der William von Baskerville zeigt, dass er ganz, ganz viel kombinieren kann im Opening direkt und wird dafür bewundert und der Abt findet ihn total clever, hat von ihm gehört, sein Ruf eilt ihm voraus, setzt ihn als Ermittler ein, sagt ihm aber, im Kloster tanzt du natürlich nach meinen Regeln. Ich brauche dich zwar als Ermittler, aber hier in die Bibliothek darfst du nicht rein, ohne dass wir vorher abgeschnackt haben. Du darfst auch nicht alle Bücher lesen. Du darfst hier nicht hin, du darfst da nicht hin. Du darfst keinerlei der Regeln übertreten. Halt dich bitte an alles, was hier gemacht wird und dann wirst du schon aufklären, was natürlich völlig abstrus ist. Er kann diesen Fall nicht aufklären, ohne gewisse Freiheiten zu haben. Naja, und das ist eben das Setting. Und dann bleibt es nicht bei einem Todesfall. Es gibt direkt mehrere Todesfälle nacheinander. Und es gibt natürlich, wie das in einem Krimi so der Fall ist, mehrere Personen. Gut, jetzt frage ich mal blöd. Also das Setting ist ja was Wichtiges, was ich für mich im Kopf behalten habe und die Hintergründe quasi, dass die Figuren nicht so handeln können, wie wir es heute für logisch erklären oder bedenken. Also wie wird das, weil es sind ja relativ viele Charaktere, oder Figuren, die da mit dabei sind. Das erklärt wahrscheinlich auch die Länge des Ganzen. Ja, nein, oder? Ja, also, ja, absolut. Wie ist er vom, weil wenn ich jetzt ein großes Buch, immer ein dickes Buch sehe, kann es entweder für mich sein, dass viel Setting erklärt wird oder Stephen King-Style, Beispiel S, wo jede Figur ins Detail so erklärt wird, dass du sie kennst. Ja, das hier sind die Figuren. Das wäre natürlich der deutlich bessere Einstieg gewesen als beim Hörbuch. Ne? Ja. Ich habe die Figuren einmal hier, die werden beim Hörbuch nicht aufgezählt. Und da kann ich dann natürlich sehen, da habe ich, okay, William von Baskerville, Zeichendeuter und Spurensucher, Adson von Melk, sein Schülerchronist, Abbo von Fossa Nova, Abt, einst Leichenträger. Ne? Also auch die ganzen Funktionen werden hier alle klar gemacht. Und das hilft mir natürlich unglaublich. Ja, ja. Ich habe auch bei Game of Thrones damals immer diesen Stammbaum da neben mir gehabt.
Das ist sehr, ja, einfach unterstützend. Man kann dann immer mal wieder dahin blättern. Und deswegen war es natürlich ganz cool, dass ich gesehen habe, okay, hier im Buch kann man da auch noch mal reinschauen. Und hier im Buch ist es auch ganz klar so der historische Hintergrund. Ja. Es ist ja nicht einfach. Und da ist jetzt auch deine Frage nach dem also wieso ist das Buch so lang? Wir haben insgesamt hier deutlich über 1000 Seiten. Das ist, wie gesagt, diese Großdruckfassung. Also ich glaube, die reguläre Fassung sind so 650 Seiten in etwa. Mhm. Und das Ganze wird so lang dadurch, dass es unglaublich viele Dialoge gibt zum Stand der Zeit, zur Bedeutung der Religion, zu wie ist man ein richtiger Christ, was darf man machen, was darf man nicht machen, wie geht man mit Armut um, sollte die Kirche reich sein, sollte die Kirche nicht reich sein, und da gibt es eben verschiedene Strömungen, die da gegeneinander arbeiten, also es ist sehr politisch, also die Kirche war ja in der Zeit einfach noch sehr politisch, und das ja, schlachtet er aus, und da gibt's auch mal, also sehr, sehr lange Exkurse, in denen die Mönche da philosophieren, und das ist schon hart, also da muss man mit klarkommen, die Handlung wird dann mal eben für 30 Seiten gestoppt und es wird davon gesprochen, wie irgendjemand auf den Scheiterhaufen geworfen wurde, weil er gesagt hat, ja, als guter Christ sollte man eigentlich kein Vermögen anhäufen. Was interessant ist, das Buch wurde ja in den 80ern beziehungsweise direkt 1980 veröffentlicht. Jetzt 82 in Deutschland. Okay. Genau. Übersetzt ist das Ganze von Burkhard Kröber, der war derjenige, der die große Übersetzung gemacht hat. Plus Italien, also durchaus gläubiges Land. Also da kannst du natürlich quasi hintenrum so ein bisschen dezente Kritik mit einbauen. Genau. Und das wurde auch gemacht. War natürlich ganz clever von Umberto Eco, der hat sich nicht die aktuelle Kirche rausgesucht, sondern der ist mal direkt 600 Jahre zurückgesprungen und hat sich die Landschaft da rausgesucht, aber ganz viele Verweise auf die Moderne und ja, hat da natürlich auch versucht, so ein bisschen den Leuten zu zeigen, ey, schaut mal hier, wie das Ganze zustande gekommen ist, und er muss wohl sehr akkurat gearbeitet haben. Er hat da ein so eine große Welle auch ausgelöst an Interesse fürs Mittelalter, und das finde ich eigentlich ganz interessant, also wirklich so der historische Roman schlechthin, also er sucht sich so eine ganze Epoche raus, zeichnet die und bringt in dieser Epoche eben den Kriminalfall unter. Der Kriminalfall ist meines Erachtens nach hochspannend, den fand ich super, der hat mich auch gefesselt. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Ich hätte manchmal dachte ich mir, oh, jetzt mal skippen, jetzt mal so eine halbe Stunde irgendwie weiter, bis diese Diskussion durch ist. Ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen too much ist. Okay. Ja. Also ich finde die Zeit hochinteressant. Ja. Alter Geschichtserkaler. Nur deshalb fand ich halt den Film damals extrem geil und auch sehr kurzweilig. Ja. Andererseits, wenn du so einen Wälzer in der Hand hast, dann musst du natürlich auch wissen, worauf du dich da einlässt. Ne? Ja, absolut. Dass du dich eben auch auf diese Zeit einlässt. Ja. Da wird dann schon mal auch einige Seiten lang diskutiert, ob man denn jetzt eine Brille tragen dürfte oder nicht, ob das das Werk des Teufels ist oder ja, nicht. Ja, 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 nicht gut. Hey. Ich habe den Film übrigens selber nicht gesehen, den Film mit Sean Connery. Muss ich dazu sagen, ich will ihn jetzt gerne schauen, aber jetzt habe ich ja gerade erst den Roman durch. Sind wir wieder bei Buch und Buchverfilmungen, könnt ihr euch gerne reinziehen. Genau. Hatten wir auch kurz drüber gesprochen in unserer Folge. Genau, und dann geht es natürlich ja auch so um die Dichtung, ne? Also Literatur gegenüber dem, was die Mönche machen. Ne? Hier wird gesprochen, einmal hatte mir sogar jemand gesagt, dass der größte Dichter unserer Epoche, der Florentiner Dante Alighieri, der wenige Jahre zuvor gestorben war, ein großes Gedicht geschrieben habe, ein gewaltiges Epos von Hölle und Paradies, an welchem Himmel und Erde mitgewirkt hätten und dessen Verse auf weiter Strecke nichts seien als eine Paraphrase von Abschnitten aus Ubertins Buch Arbor Vitae Crucifae. Also da
sprechen sie dann über Dante, den ich ja auch total spannend finde, aber sein Buch kriege ich auch nicht gelesen, weil mir das auch viel zu komplex ist einfach. Also es ist schon schwerer Stoff teilweise, aber es wird zusammengehalten durch diese Geschichte, durch diesen Kriminalfall. Das heißt, man bleibt eigentlich dran und der Kriminalfall ist auch nicht zu komplex. Also der ist relativ übersichtlich, gerade wenn man immer mal wieder auf die Figuren schauen kann, der ist nachvollziehbar. Der William von Baskerville ist eine sehr progressive Figur. Das ist dann natürlich auch ganz interessant. Es ist natürlich klar, weibliche Figuren spielen hier keine Rolle. Und wenn, dann werden sie direkt auf den Scheiterhaufen geworfen. Also, das ist ja allgemein in der Zeit. Ich denke, also auch bei den Figuren, die sind ja Stereotype. Also du weißt ja eigentlich, da sehe ich jetzt nicht, wenn ich in meinem Kopf noch Erinnerungen hole, dass die irgendwie so vielschichtig sind oder der große Twist irgendwie kommt. Und du weißt eigentlich von Anfang an, okay, das ist der Böse, das ist der Gute. Na, das ist im Buch anders. Okay. Das ist im Buch anders. Er führt der William ist okay. Schon auch eine vielschichtige Figur, weil der hat natürlich auch so die Kirche in sich drin, die Gottesgläubigkeit, auch einfach den Glauben, manche Menschen haben das Böse so tief in sich drin, die können auf den Scheiterhaufen. Mhm. Aber das ist aus seiner Sicht eben die Ausnahme und damit ist er progressiv schon. Aus der heutigen Sicht würde man natürlich sagen, okay, man kann einfach niemanden auf den Scheiterhaufen werfen. Das ist dann schon ganz interessant. Sein Schüler zum Beispiel ist bei Weitem nicht so progressiv. Was ja ganz interessant ist, dass der alte Lehrmeister der moderne Typ ist und der Schüler mehr der Konservative, der auch teilweise seinen Lehrmeister dann sehr kritisch sieht. Und dann wird eben mit verschiedenen Mönchen diskutiert und natürlich merkt man schon, welche Mönche sind so durch und durch Arschloch und welche Mönche, ja, lassen sich auch auf gewisse Gedanken ein, aber die sind natürlich alle oldschool, durch die Bank weg. Und gerade wenn es um das Thema Frauen geht, ja, also der eine ist der Meinung, im Prinzip sollte man so jede Frau auf den Scheiterhaufen werfen, der andere ist der Meinung, gut, die Frauen führen einen in Versuchung, das ist etwas, dem muss man widerstehen, aber Frauen werden mehr als Dinge behandelt als wirklich als Person. Selbst von dem Schüler, der sich dann in eine Frau, die dort rund um den Kloster herum, ums Kloster herum arbeitet, so ein bisschen verschaut. Selbst der, was der für Gedanken hat, geht halt überhaupt nicht mehr so klar. Aber deswegen finde ich auch wichtig, das ist ein es ist ja kein Zeitdokument, aber es ist halt gut recherchiert und diese Zeit wird durchleuchtet und einfach so das Mindset dieser Zeit, wie man sich das eben vorstellt und wie es in etwa gewesen sein muss. Und wieso soll man das beschönigen? Ja, also wir wollen ja wissen, wo kommen wir her? Was können wir aus der Geschichte lernen? Was ist damals passiert? Und wenn man die Sünden der Kirche hier nochmal so ein bisschen durchdenkt, der katholischen Kirche vor allen Dingen, die evangelische Kirche hat sich ja zu der Zeit noch nicht abgespalten, die protestantische Ausrichtung. Also das ist schon ganz schwer, damit klarzukommen und dann zu sagen, boah, hier, ich bin überzeugter Katholik. Also wenn jemand dieses Buch liest und danach sagt, oh, ich bin überzeugter Katholik und ich gehe mit der Kirchengeschichte. Vorsicht, nicht in Religion abdriften, Herr Vollenberg, das kann immer sehr gefährlich werden, da wird es hochemotional. Die Frage, wann hast du das erste Mal von der Name der Rose überhaupt gehört? Ist für mich jetzt interessant. Also ich habe den Film in den 80ern, 90ern auf jeden Fall mitgekriegt. War es privat oder in der Schule? Privat würde ich sagen. Okay. Würdest du, das Buch ist zu viel, also als Schullektüre viel zu viel, würdest du es als Schulthema, so wie es aufgearbeitet ist, empfehlen? Du als Lehrer halt. Ich würde es generell keinen Teenagern empfehlen. Also da muss man schon sehr speziell sein, um der Name der Rose in dem Alter zu lesen. Gut, ich löse das Ganze auf. Ich habe in der Mittelstufe, wurde uns dieser Film gezeigt, als wir beim Thema in Geschichte im Mittelalter angekommen waren.
tatsächlich. Ich glaube aber, dass der Film deutlich vereinfacht ist und dass man dadurch natürlich... Trotzdem sehr bildlich, also klar, ja. Dieses Bildliche und diese Thematik wird schon sehr detailliert aufgefasst. Ist ja ellenlang, also ja. Von daher. Und ich fand es tatsächlich sehr greifbar. Und wenn du einen Sean Connery da hast, der Mainstream-Schauspieler ist, zumindest damals, heute kennt wahrscheinlich keiner der 15-jährigen Sean Connery, ich habe keine Ahnung. Und vielleicht doch, ich kann es nicht beurteilen. Ich bin keine 15. Naja, damals war er natürlich aktiv, heute lebt ja, er nicht der mehr. Der war halt jede Woche im Fernsehen, weil die James-Bond-Filme immer noch rauf und runter liefen in den 80ern. Also von daher ist es was anderes. Ich persönlich fand es sehr passend, hat mich in die Zeit sehr abgeholt und hat dieses abstrakte Schulwissen, das uns da vermittelt wurde, sehr greifbar gemacht. Ja. Und dann ist die Sache, die Frage... Kurz dazu, also Umberto Eco hat zum Film gesagt, dass das natürlich eine völlig andere Herangehensweise ist und ja. dass jemand sein Buch interpretiert hat, dass es eine Sicht ist, dass da geordnet wurde. Er hat gesagt, er kann das für sich akzeptieren. Das heißt natürlich auch, das ist nicht das Buch, ne? Also für ihn ganz klar, also er akzeptiert den Film, aber der Film ist nicht das, was er mit dem Buch erzählen wollte. Und ist, also als ich das gelesen habe, war mir klar, diese ganzen Diskussionen, die können natürlich nicht Platz gefunden haben in dem Film. Also auch nicht in Ausschnitten. Deutlich zu komplex. Eine Sache, die ich gerne immer nochmal ansprechen will, weil das hast du ja auch bei unseren Ausgaben immer gerne gesagt, so quasi so zum Abschluss hin, du liest, also du bist ja so einer, du liest und hörst quasi auch gerne mal Bücher parallel, ist natürlich ein Unterschied, Hörbuch, Hörspiel, denn gerade bei dem gab es auch ein Hörspiel, dass wir da den Unterschied auch so ein bisschen nochmal ausfindig machen, was ist ein Hörbuch, was ist ein Hörspiel? Ja, das Hörbuch ist natürlich von einem Erzähler genau. vorgelesen, das Hörspiel hat verschiedene Stimmen, Soundeffekte, Untermalungen, Musiken auch häufig. Ich denke, dass es als Hörspiel auch gut funktioniert. Man kommt auch durchaus mit den Figuren mal zwischendurch durcheinander. Also wie gesagt, ich fand das nicht unanspruchsvoll. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass es als Buch dann wirklich besser funktioniert. Ich kann mir aber auch vorstellen, also ich wäre ungeduldig geworden teilweise zwischendurch. Also ich habe Speed beim Hörbuch dann auch mal ein bisschen hochgeregelt, wenn ich wusste, oh, es kommt eine riesen Abhandlung wieder. Das wird nicht so schnell zu Ende gehen. Es gibt übrigens auch, das hatte ich in der Bibliothek gesehen, die Nachschrift zum Namen der Rose. Und da hat Umberto Eco nochmal versucht, das Ganze ein bisschen zu erläutern für Personen, die nicht so tief in der Thematik drin sind. Hätte ich auch Lust, mal reinzuschauen. Habe ich jetzt erst gestern gesehen. Ja, kann man sicherlich auch machen. Also es ist kein einfacher Stoff, aber es ist nun mal eins der großen Weltwerke und was der an Recherche da reingesteckt hat, das ist unglaublich. Ja. Dann war das quasi Ingos Gedanken zu Umberto Ecos, der Name der Rose. Wer hat's gelesen? Schreibt es uns in die Kommentare und schreibt uns mal rein, wie ihr das empfunden habt und ob jemand vielleicht auch Film und Buch. Und Hörspiel, alles. Und Serie. Und Hörbuch. Serie. Alles. Alles. Genau. Also es ist auf jeden Fall ein sehr großer Stoff. Wie gesagt, Religionskritik ist natürlich das große Thema da drin. Valandi hat schon gesagt, ein sensibles Thema. Aber ich fand es sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja. Sehr schön. Das war unsere Eröffnung in diesem Jahr. Herr Ingo Vollenberg hat uns erzählt, was er alles Schönes gelesen hat. Und beim nächsten Mal darf Herr Valandi Zanti mir erzählen, was er liest. Wir bringen die Ausgaben online. Dienstagabend, Viertel nach sieben. Donnerstagabend, Viertel nach sieben. Und ich bin... Wir haben gespannt. Ja nichts zu tun. Wir machen ja ein neues... Wir sind immer dabei. Machen wir zweimal die Woche jetzt? Ja, immer ein Buch. Einmal Dienstag, einmal Donnerstag. Ja, also fleißig weiterlesen und ich bin gespannt, was Valandi als nächstes aufblättert. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.